Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe heute für euch eine neue Folge von Euer Replay, meine Analyse dabei. Wurde ja auch mal wieder Zeit. Ich habe das jetzt ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise hatte jetzt auch nicht eine ganze Zeit lang so schöne Replays. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Monopong aus meinem alten Clan 99 Purple Panda. Er ist unterwegs in seinem SP1C, dem 7er deutschen Light, quasi der Stufe vor dem RU 251. Den SP1C zeichnet aus, dass er ein 3-Schuss-Magazin hat. Er hat 240 Alpha-Schaden pro Schuss und eine Durchschlagskraft mit der normalen AP-Munition von 180. Also ein sehr, sehr schöner Panzer. Er ist nicht ganz so mobil wie der Ru, der 8er Light der Deutschen. Er fährt nur 58 km/h. Dafür hat er halt diese 3 Schuss im Magazin und hat die Möglichkeit, mit einem Magazin 720 Schaden, wenn er Average rollt, auszuteilen. Das ist natürlich eine ganz schöne Möglichkeit, gerade in so einem Matchup wie hier. Monopong ist quasi mit seinem 7er Light in einem 8er Match. Also beste Chancen hier auch einen entscheidenden Einfluss auf das Matchgeschehen zu haben. Der SP1C kommt bis Tier 10, also von daher ist das eigentlich so, wenn man sich im Hinterkopf behält, dass die Lights immer gematcht werden wie ein Medium, eine Stufe höher. Das heißt, er wird gematcht wie ein Tier 8 Medium. Und von daher ist das so das beste Matchmaking, was man haben kann, was Monopong hier abbekommen hat. Er konnte jetzt hier gleich auf El Aluf, auf dieser Position, wo er jetzt hier hingefahren ist, auf der K-Reihe, die Hellcat rausnehmen. Was jetzt passiert, und deswegen fahre ich hier ehrlich gesagt nicht so gerne hin, weil man hier so ein bisschen isoliert ist. Wir sehen hier unten, wie die IS-3 aus dem Team von Monopong sich gerade anfängt zu jodeln. Wenn ich von Jodeln spreche, dann meine ich hier unvorsichtiges Vorfahren. Und wir sehen auch an der Farbe von der IS-3, dass er jetzt nicht der erfahrenste Spieler ist und sich hier in einem direkten Duell mit dem CDC befindet. Er hat gerade schon mal 500 Schaden von einem Panzer bekommen. Das kann eigentlich nur der Rheinmetall sein. Also der Rheinmetall ist hier in Schussdistanz auf die IS-3. Und der CDC spottet quasi die ganze Zeit die IS-3 für den Rheinmetall und kriegt hier auch extreme Unterstützung vom Rheinmetall, auch wenn der CDC jetzt gleich draufgehen wird. Hätte ich mir schon gewünscht, dass Monopong hier vielleicht früher angefangen hätte zu helfen. Ich finde, Mono, du bist jetzt hier an dieser Stelle eine ganze Zeit viel, viel zu passiv. Und deswegen danke ich dir so für dieses Replay, weil das mal wieder perfekt zeigt, dass du zwar ein solides Matchergebnis hier einfahren wirst, aber der Schaden doch zur falschen Zeit an der falschen Stelle gemacht wird. Wir hatten jetzt hier nur den CDC gespottet. Im näheren Umfeld war eigentlich gar nichts. Der T-37 auch an einer ganz anderen Stelle. Das heißt, deine ganze Flanke bis auf der Rheinmetall, und das wissen wir, weil wir diese 500er Schellen gesehen haben, bis auf der Rheinmetall ist eigentlich nichts hier auf der Seite, jedenfalls noch nicht gespottet. Wir können nur, wie gesagt, davon ausgehen, auch weil der IS-3 rausgenommen worden ist von dem Rheinmetall, dass der Rheinmetall da oben auf dieser klassischen TD-Position hier steht. Jetzt werden wir gleich sehen, dass der SP1C nicht dafür gemacht ist, aus der Distanz zu snipen. Ihr seht selber, die Schüsse fliegen sonst wohin. Auch hier leider nicht getroffen. Du hättest den ersten Schuss vielleicht auch ein bisschen besser einzielen können. Nichtsdestotrotz ist der SP1C kein Sniper-Tonk, sondern er lebt ganz einfach davon, dass er mit seinem 3-Schuss-Magazin an den Gegner ranfahren kann, ihn zirkeln und seine 720 Damage anbringen. Auch jetzt bewegst du dich hier noch sehr, sehr zögerlich über diese Flanke. Du hast jetzt den Black Prince gespottet. Der Black Prince hier völlig im Offenen. Mal gucken, ob er dafür bestraft wird. Es sieht nicht so gut aus für euer Team. Ihr liegt schon mehr als 6.000, fast 7.000 HP hinten. Ne, mehr als 7.000 sogar. Der Black Prince steht da jetzt völlig im Offenen und wird gerade abgefarmt. Ich glaube vom T69 oder von eurem Rheinmetall. Ja, nee, das sieht mir nach Rheinmetallschellen aus. So, und jetzt hast du eine kleine Ecke, aber auch du fängst wieder an zu snipen. Anstatt jetzt hier in dieser Situation nochmal das Ruder rumzureißen und vielleicht deine TDs mit akkuraten Spots zu versorgen. Du hast jetzt hier den Black Prince rausgenommen und das wäre so, wir wissen jetzt, wo der Rheinmetall steht, der Black Prince ist raus und das wäre jetzt deine letzte Chance gewesen vorzufahren. Das, was du jetzt machst, und ich habe mir das Replay ja schon mal vorher einmal angeguckt, das, was du jetzt machst, finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Also persönlich ist es wahrscheinlich sowieso schon zu spät, weil wir noch 2 8er Heavies im Gegnerteam haben, 2 8er Mediums, ein 8er TD. Die einzigen beiden 8er, die ihr noch habt,
ist der Panther 2, der da vorne auf verlassenen Posten kämpft. Ihr habt noch einen Rheinmetall Full Life, aber auch der, ja, wenn er denn gleich gespottet wird durch die anrasenden Gegner, hat, glaube ich, nicht so große Chancen, hier noch durchzuhalten. Vor allem ist ein Gegnerteam auch noch eine Lorraine-Arty, die ohne weiteres, wenn der Rheinmetall sich hier weiter zurückverlegt, dann den Rheinmetall auch rausnehmen kann. Jetzt habt ihr den Panther 2 und die Zoo gleichzeitig fast verloren. Und du stehst jetzt hier hinten und snipest wieder. Erster Schuss geht daneben. Zweiter Schuss. Wo ist der zweite Schuss? Da kommt jetzt der KV-3. T-29. Was haben wir da vorne? T-32. Da ist ein lohnenswertes Ziel, der Panther 8-8. Ah, leider zu tief. Und wir sehen auch hier wieder, dass der SP-1C, wie gesagt, es ist kein Sniper-Tonk. Jetzt musst du wieder 20 Sekunden, ich glaube 20 Sekunden sind es, oder? Sind es weniger? Ich kenne die genaue Reload-Time vom SP-1C nicht. Es sieht mir so aus, als wenn es ein bisschen weniger als 20 Sekunden wären. Sieht so nach 17, 18 Sekunden aus. Du hast jetzt wieder ein volles Magazin, aber in dem Moment hast du im Prinzip nur noch den Rheinmetall, der hier schon face-to-face mit dem T-32 kämpft. Ihr habt noch eine Arty. Aber so richtig gut sehen eure Chancen nicht aus. Du schießt jetzt hier auf den T-32, obwohl du eigentlich schon längst hättest den Panther 8-8 rausnehmen können. T-32, dafür hätte ich wahrscheinlich wieder Heat geladen. Du kannst jetzt den Panther 8-8 rausnehmen, auch wenn er dir nochmal einen Schuss mitgibt. Hast ihn hier blind rausgenommen, schönes Ding. Es steht 9-12. Das Gegnerteam hat nach wie vor drei Heavys, ein T-32, ein WZ-111, ein KV-3. Den Typ 59, der fährt jetzt hier gerade in den Cap rein. Also, du machst jetzt hier im Late Game quasi noch wirklich schönen Schaden. Hast auch schon drei Kills gemacht. Du wirst also ein ganz brauchbares Gefechtsergebnis haben. Ich kann das hier schon mal spoilern. Du wirst am Ende 1500 Schaden haben und drei Kills. Also, es ist kein schlechtes Ergebnis für den SP1C. Auf jeden Fall soliden Schaden und drei Kills ist niemals schlecht. Auf der anderen Seite bin ich ganz stark der Meinung, dass du hier einen größeren Einfluss auf das Spiel hättest haben können, wenn du dich am Anfang mehr getraut hättest. Und das ist halt das, was ich versuche auch immer in meiner Gefechtsausbildung für leichte Panzer zu zeigen. Ihr müsst hin und wieder einfach aggressiver spielen, weil euer Team regelmäßig an bestimmten Stellen einfach scheitern wird. Und wenn ihr da nicht dann auf der anderen Flanke so viel Druck und aufbaut und das Ganze ausnutzt, dass die Heavys gerade im Fight mit euren Heavys sind, dann werdet ihr das im Late Game einfach nicht mehr rausholen. Und da ist es dann auch um dich passiert. Ich würde sagen, wir schauen uns den Gefechtsverlauf nochmal gemeinsam an. Ja, du bist als erstes, bist du hier oben in diese Position reingefahren und zu dieser Position kann ich sagen, sie macht durchaus Sinn, wenn du jetzt in einem 9er oder 10er Gefecht gewesen wärst, weil dann hast du meistens noch den Nachteil, dass andere Lights, wie zum Beispiel 8er Lights, die dir dann doch deutlich an der DPM überlegen sind, vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen. Von da aus kann man, wenn man im 9er oder 10er Gefecht ist, sehr, sehr gerne hier oben hinfahren, um erstmal abzuwarten, was passiert, wo die Feinde aufgehen, was auch immer. Jetzt ist es aber so in diesem Matchup und von daher würde ich sagen, dass der Fehler schon sehr, sehr früh bei deinem Positionsspiel passiert ist. Du bist sozusagen Top-Tier Light. Das heißt, als 7er Light bist du der tierstärkste Light hier. Ihr habt selber noch einen Chefy im Gegnerteam, ist ein T-37. Das Gegnerteam hat gar keinen 7er Light. Von daher, beste Voraussetzung für dich, das Ganze ein bisschen aggressiver anzugehen. Und wenn ich von aggressiver spreche, dann meine ich nicht YOLO, sondern dann meine ich, ich wäre zum Beispiel wahrscheinlich dann in diese Position erstmal gefahren, hätte geguckt, ob da unten vielleicht ein Light oder ein Medium wie der CDC kommt. Den kannst du hier in der Vorbeifahrt nämlich ganz gut beschießen. Wenn du dann siehst, so eine Aktion wie die IS-3, die kannst du in der Regel nicht retten, aber es ist immerhin euer Top-Tier-Heavy und einer der stärksten Top-Tier-Heavys, vom Panzer her gesehen. Nicht vom Spieler, sondern vom Panzer her gesehen. Wenn du dann siehst, dass der gute Kollege hier runterfährt und quasi, nicht so schlauen Move macht, dann musst du bereit sein, ihm zumindest zu helfen. Und da rede ich noch nicht mal davon, dass du es schaffen sollst, die IS-3 am Leben zu halten, sondern einfach nur dann der Nutznießer sein und hier runterjodeln. Der IS-3 hier hinter diesem Felsen kannst du einigermaßen super gedeckt. Hättest du hier auf den CDC schießen können, der sich hier im Klatsch mit der IS-3 befunden hat. Du hättest hier easy deine 720 HP anbringen können, dich hier erstmal wieder ein Stück zurückfallen lassen, sodass der CDC dich nicht treffen kann. Wenn du es noch aggressiver magst, da kommen wir dann in meine Spielregion, dann fährst du einfach hier ganz, ganz stumpf dran vorbei und gibst dem CDC
während er hier sich mit der IS-3 im Kampf befindet, einfach deine drei Schuss mit Auto-Aim in der Vorbeifahrt, kannst hier in diese Kuhle ganz, ganz entspannt reinfahren, nachladen, der CDC ist tot, vielleicht überlebt es deine IS-3 sogar, selbst wenn nicht, hast du hier geholfen, den CDC rauszunehmen und was du wahrscheinlich auch gemacht hättest, hier in der Vorbeifahrt da oben den Rheinmetall aufgemacht und das wäre so der Moment gewesen, wo sich der Rheinmetall auf jeden Fall, und das ist ja auch ein guter Spieler, wie wir hier sehen, zurückziehen müsste, weil er gespottet ist und weil hier drüben dann dein eigener Rheinmetall hätte das Feuer auf ihn eröffnen können. Wenn du dann erstmal hier in dieser Position bist, dann kannst du aggressiv weiterspielen. Hier war zwar noch ein Black Prince, der dann irgendwann aufgetaucht ist. Hier hätte auch gut der Type 59 oder der Panther 2 irgendwo noch rumlungern können. Aber du hattest hier hinten im Hintergrund zwei TDs stehen, die dir, sogar drei mit dem E25. Du hattest zwei Rheinmetall, also einigermaßen viele Panzer und ihr wart halt auf der anderen Flanke hier komplett unterlegen. Ihr hattet nur zwei Heavys selber im Team. Das Gegnerteam hatte ganze sechs Heavys. Das heißt, es hätte dir schon vom Setup her klar sein können, dass hier oben diese Flanke verloren wird und dass dafür umso mehr Druck auf dieser Flanke gemacht werden muss. Und das hättest du mit dem SW-1C, nachdem du den CDC dann rausgenommen hast, locker leisten können. Du, mit dem Black Prince, sage ich jetzt einfach mal, hättest du sogar alleine fertig werden können, aber mit der taffen Unterstützung von den Rheinmetall im Hintergrund, die ungefähr bis hier hinten feuern können, wäre das ganz, ganz easy schnell vorbei gewesen mit dem. Und dann hättest du über diese Position und wer meinen Stream regelmäßig guckt, du bist ja eigentlich auch einer von meinen Zuschauern, der weiß, dass ich dann hier sehr, sehr aggressiv immer versuche, über diese Flanke zu kommen. Versuch dann hier hinter diesen Hügeln alles, was sich so in der Base befindet, zu bekämpfen. Du kannst hier auch das Duell mit dem Rheinmetall eingehen oder ihn zumindest die ganze Zeit nur spotten. Wenn der Rheinmetall dann raus ist, hättest du hier über diese Flanke weiter angreifen können, die Arti vielleicht rausnehmen. Ihr hättet, und das hättest du gar nicht verhindern können, trotzdem diese Flanke verloren, aber du hättest dafür auf der anderen Seite ja Druck gemacht, du hättest vielleicht ancappen können, um schon mal Cap-Pressure aufzubauen, du hättest aber auch über diese Flanke hinterherfahren können, vielleicht genau das, was du dann im Late-Game gemacht hast, nur von der anderen Seite und mit mehr Aussicht auf Erfolg, die Panzer Stück für Stück von hinten bekämpfen können. All das wäre möglich gewesen, also ich lege mich jetzt hier einfach fest, der Fehler, den du gemacht hast, ist von Anfang an dein Positionsspiel gewesen und deswegen bin ich, wie gesagt, auch so dankbar, dass du dieses Replay mir geschickt hast. Diese Position ist wirklich nur dann brauchbar, wenn du quasi Low-Tier-Scout bist, wenn du in einem 9er-10er-Gefecht bist, wenn du aber Top-Tier-Light bist in einem 8er-Gefecht mit deinem SP1C, dann muss von dir auf jeden Fall mehr kommen. Dann musst du auch deine Medium-Qualitäten auspacken, die der SP1C mit seinem 3-Schuss-Magazin auf jeden Fall auch hat. Und die Penetration von 180 ist dann nun auch nicht von schlechten Eltern für ein 8er-Gefecht. Und du hast ja auch selber dann auch noch 6-Schuss-Heat dabei, wenn es dann mal wirklich brenzlig wird und du zum Schluss vielleicht vor einem T32 oder einem WZ111 stehst. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, du hättest hier zumindest die Aktion von der IS-3 schamlos ausnutzen müssen. Du hättest sie ja wahrscheinlich hättest du es nicht geschafft, sie am Leben zu erhalten, weil dafür ist der Spieler dann ja wahrscheinlich doch ein Tick weit zu schlecht und hätte sich so oder so von einem Rheinmetall abfarmen lassen. Aber du hättest dafür hier schnell den CDC rausnehmen können und hättest Druck auf dieser Flanke aufbauen können, Spots für deinen GW Panther liefern, Spots für deine drei TDs, die du im Hintergrund hattest, um dann hier schnellstmöglich anzugreifen. Das ist das, was du hättest in dieser Situation auf jeden Fall besser machen können. Von daher vielen, vielen Dank für dein Replay. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und ich hoffe, ich konnte einigermaßen deutlich machen, warum, auch wenn das jetzt hier dann letztendlich ein gutes Gefechtsergebnis für dich geworden ist, warum der Sieg dann dir hier verwehrt geblieben ist, weil zum Schluss gegen so eine Übermacht mit einem 7er Light zu kämpfen, du kannst dann zwar noch Nadelstiche setzen, kannst auch noch Panzer rausnehmen, aber einen Sieg davon tragen auf die Art und Weise, das schaffst du dann leider doch nicht. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und würde sagen, wir schauen uns einmal das zweite Replay an. Vielen, vielen Dank, Monopong. Ja, im zweiten Replay begleiten wir Cybot 123 in seinem T10. Er ist in einem sehr, sehr guten Matchup, also was jetzt so die Panzerstufe angeht. Er ist fast alleiniger Top-Tier mit einer Tortoise und einem E75. Im Gegnerteam haben wir einen E75, einen Type 61 und einen Jagdtiger. Wenn wir uns jetzt ganz kurz die statistische Siegchance anschauen, dann sehen wir, dass er dann doch im sehr, sehr unterlegenen Team ist, gerade mal 25%. Das bedeutet, dass von ihm bzw. von den drei Top-Tiers auf jeden Fall sehr, sehr viel kommen muss. Er hat jetzt ein Platoon erstellt hier in-game mit der Platoon-Funktion mit dem E75 und entscheidet sich hier an dieser Stelle dazu,
Ja, in die vermeintliche Heavy-Gasse zu fahren, das hier hinten, das kennt ihr alle, 9er, 0er Linie, das ist so die vermeintliche Heavy-Gasse. Es gibt eine große Art im Gegnerteam, GW Tiger P. Das eigene Team verfügt auch über eine M40, also ja, bei den Artis ungefähr ausgeglichen. Was ich sehr, sehr stark finde, Cybot, ist, dass du hier ganz hinten rumfährst, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, hier gespottet zu werden von dem T37 oder einem der beiden Bulldogs. Also das finde ich ja sehr, sehr stark. Das machen viele, genau wie zum Beispiel hier die IS oder die IS-3, falsch. Wenn da der Bulldog in einer vernünftigen Position stehen würde, hätte er euch aufgemacht und ihr hättet vielleicht schon Arti-Treffer kassiert. Oder von dem extrem guten STA-1-Platoon vom Clan CSA vielleicht schon die ersten Sideshots bekommen. Von daher sehr stark gelöst hier, Cybot. Wir werden jetzt sehen, dass du hier ja relativ offen stehst. Das ist so eine Sache. Die verstehe ich nicht ganz, weil du hast jetzt hier, das kann ich schon mal ansagen, sehr, sehr viel Glück, dass die Arti nicht auf dich schießen wird. So offen, wie du hier rumstehst, bist du halt eigentlich normalerweise ein sehr, sehr ja, gutes Ziel für die gegnerische Arti, für den GWTGP. Du stehst hier komplett im Offenen, also wirklich gar nichts, was hier irgendwie dich vor der Arti schützen könnte, nutzt du aus. Leider hier den Schuss auf den Canaveral nicht getroffen, dafür schon dem 50-100, zwei schöne Schuss reingedrückt. Euer Team ist hier sehr, sehr stark präsent mit einem T-34, einer IS, IS-3. Ihr habt jetzt hier auch noch den E-75 vor euch. Hast jetzt eigentlich Glück, dass der E-75 auf dich bounced. Du bist hier sehr, sehr weit hochgekommen, sodass du ihm quasi auch deine ganze Unterwanne präsentiert hast. Da wahrscheinlich nur Glück gehabt, dass die Kanone vom E-75 so ungenau ist. Schöner Schuss hier in den Cupola vom E-75. Auf der anderen Seite, sage ich ganz ehrlich, bist du hier wahrscheinlich an dieser Flanke falsch aufgehoben. Warum das so ist, das werden wir uns, nachdem wir uns das Gefecht jetzt hier in Ruhe angeschaut haben, nochmal gemeinsam begutachten. Jetzt kommt hier der Kevin Nerven und macht hier irgendwelche komischen Aktionen. Schade, dass du ihn dafür nicht bestraft hast. Auch den Jagdtiger bounce du jetzt hier glücklich. Das wäre jetzt so für mich der Moment gewesen, wo ich mich jetzt hier wahrscheinlich dünn gemacht hätte, gegen einen Jagdtiger, der da Halldown stehen kann, einen Knerven, der da irgendwelche komischen Aktionen macht und auf der anderen Seite E75, Jagdpanther 2, schöner Schuss hier. Da ist die Frage, ob deine Hilfe jetzt hier wirklich erforderlich ist. Ihr habt hier noch einen starken E75, mit dem du ins Platoon gejoint bist. Ihr habt hier noch eine IS, die ist zwar One-Shot, ja, aber du kannst jetzt hier wenig machen und hast dir jetzt den ersten 500er Treffer vom Jagdtiger eingefangen, davor glücklich den Jagdtiger mit deinen Ketten absorbiert. Der Knerven hat dich schon dreimal getroffen. Du provozierst hier im Prinzip, dass der Jagdtiger nochmal auf dich schießen kann. Ich weiß nicht, ob das die richtige Aktion ist, es steht auch schon 1-4. Dein E75 fährt da jetzt vor. Die IS schafft es nicht, den Jagdtiger zu tracken. Also schade, dass hier keiner von den Spielern wirklich so kompetent war, den Jagdtiger hier mal bei dieser Aktion am Hügel zu tracken. Wenn ihr den hier getrackt hättet, dann wäre das ein sicherer Kill geworden. Dein E75 nimmt den gegnerischen E75 raus. Schöne Aktion. Jetzt kommt er schon wieder. Und da erwarte ich jetzt mal einen Trackshot. Genau, schönes Ding von der IS, dass er hier den Jagdtiger getrackt hat. Du baust schon wieder den Jagdtiger. Also extrem glücklich hier. Die IS macht alles richtig, erst den Jagdtiger getrackt, dann den 50-100 rausgenommen. Sehr, sehr starke Aktion hier von der IS. Ihr habt jetzt hier nur noch einen Jagdpanther vor euch, seid noch zu viert. Das Problem, was ihr jetzt habt, ihr habt auf 5-6 verkürzt, aber ihr habt komplett die ganze Mitte verloren. Was ich jetzt hier von dir sehe, finde ich, ja, auf der einen Seite gut, dass du die nötige Aggression zeigst. Auf der anderen Seite, wenn der Jagdpanther die Top Gun benutzt und einigermaßen high rollt, kann er dich hier mit einem Schuss rausnehmen. Jetzt hat er geschossen. Das ist deine Chance, hier an den Jagdpanther ranzufahren. Das finde ich, also von hier an finde ich das jetzt grandios, wie du das machst. Du trackst hier den Jagdpanther, auch wenn es wahrscheinlich nicht gewollt war, aber schöne Aktion. Der Jagdpanther hat schnell reagiert, hat nochmal repariert. Jetzt aimst du hier auf die Tracks und trackst ihn. Also das, besser kann man es nicht machen für dein Team. Schade, dass dabei kein Schaden rausgesprungen ist. Aber deine M40 kann somit den Jagdpanther rausnehmen.
Und jetzt mache ich mal ganz kurz Pause. Es steht 7-9. Ihr habt einen SDA1 hier in der Mitte, einen SDA1 hier, der gerade den Ferdinand bearbeitet. Was ich jetzt schön gefunden hätte, was leider nicht passiert, du bleibst jetzt hier relativ passiv stehen und schießt, glaube ich, erstmal auf diesen SDA1. Was ich jetzt schön gefunden hätte, wäre, wenn du an diesem E75 vorbeigezogen wärst, ihm vielleicht noch ein Signal gegeben hättest, hey, helf mir. Und ihr wärt zu dritt auf diesen SDA1 gegangen, um erstmal einen rauszunehmen. Stattdessen kommt jetzt von dir, ehrlich gesagt, der falsche Move an dieser Stelle und du entscheidest dich weiter vorzudrücken, obwohl hinter euch der SDA1 gerade kurzen Prozess mit dem Ferdinand macht. Das ein bisschen mangelnde Übersicht von dir, mangelnde Minimap-Awareness. Der SDA1 kann sich somit den Ferdinand gönnen. Auch der E75 fährt einfach weiter. Du schießt jetzt zwar auf den SDA1, aber meiner Meinung nach zu spät. Dein E75 steht da jetzt in der Situation, er wird von vorne und von hinten von einem SDA1 angegriffen. Und das wäre jetzt der letzte Moment, wo es jetzt wichtig gewesen wäre, auf diesen SDA1, der da jetzt gerade den Hügel hochfährt, zu schießen. Und du entscheidest dich jetzt hier stehen zu bleiben. Das in meinen Augen der völlig falsche Schritt, um jetzt hier auf den anderen SDA1 zu schießen, der da hinten die Möglichkeit hat, immer wieder Halldown zu gehen. Aber hier, da ist einer mit 692 HP. Auf den hättest du drauf pushen müssen. Du kannst ihn jetzt nicht treffen und er kann trotzdem auf deinen E75 schießen. Du hast jetzt von diesem SDA1 hier einen Schuss bekommen mit Heat. Amorek ist auch gezogen und jetzt hast du quasi nicht mehr die Möglichkeit, den Puffer noch einen Schuss zu vertragen. Und das bedeutet dann jetzt auch das Ende für deinen E75. Die Arti leider an dem SDA1 vorbeigeschossen. Und jetzt bist du der letzte verbleibende Panzer hier gegen zwei sehr, sehr starke SDA1. Ja, das war's dann auch mit dir. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ganz kurz den Map-Verlauf an, beziehungsweise ganz kurz, was hättest du im Late-Game hier noch besser machen können? Anstatt hier vorzufahren, genau wie dein E75 das gemacht hat, also das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr beide, der E75 gerade mal 3000 Gefechte, du gerade mal 6000 Gefechte, ihr seid noch beides relativ unerfahrene Spieler, von daher kann man euch wahrscheinlich keinen Vorwurf machen. Aber hier als Top-Tier-Heavies nicht zu sehen, dass hier hinten der Ferdinand, wo ist er, wo ist er draufgegangen? Hier ist euer Ferdinand draufgegangen, der SDA1 konnte sich quasi hier hinter den Ferdinand klemmen und ihn ganz entspannt rausnehmen. Der E75 fährt hier einfach weiter und du machst den gleichen Fehler, fährst hier auch einfach weiter. Anstatt dass ihr beide umdreht und hier erstmal diesen SDA1, der sich selbst isoliert hat, also auch erfahrene Spieler machen regelmäßig Fehler. Ich würde sagen, das war ein Fehler auf jeden Fall vom SDA1, dass er sich hier isoliert, um den Ferdinand rauszunehmen. Und ihr beide bestraft ihn einfach nicht dafür und das machen halt sehr, sehr viele unerfahrene Spieler falsch. Dass sie diese Fehler nicht ausnutzen, die auch starke Spieler machen. Ihr hättet hier beide zurückfahren müssen, erstmal diesen SDA1 rausnehmen wollen, wenn ihr noch eine Chance hättet haben wollen, und dann diesen SDA1 rausnehmen. Ja, das zu dem Fehler im Late Game. Aber da war das Spiel vielleicht schon ein Stück weit entschieden, weil ihr seht selber, ihr habt im Gegnerteam noch einen Jagdpanther, ihr habt noch einen Panther, ihr habt noch den auch sehr, sehr starken Type 61, der sich hier noch gar nicht gezeigt hat, der auf der anderen Seite, auf der anderen Flanke gekämpft hat, und auch der VK 28 lebt noch. An deiner Stelle, und der T10 ist wahrscheinlich einer der schwersten Heavies Tier für Tier, den man als Anfänger spielen kann, weil man davor dann doch mit dem IS, mit der IS-3 und dann auch als 10er mit der IS-7 sehr, sehr starke Tier für Tier, sehr, sehr stark gepanzerte Heavies hat. Der T10 fällt da komplett aus der Reihe, weil der T10 eigentlich so ein Hybrid ist aus Medium und Heavy. Er hat kaum Panzerung, dafür eine sehr, sehr verlässliche Kanone, eine sehr, sehr hohe Mobilität für ein Heavy. Und deswegen würde ich sagen, dass er für Anfänger sehr, sehr schwer zu spielen ist, weil man erstmal in der Lage sein muss, die Stärken, die der T10 mit sich bringt, einzusetzen. Auch ich habe den ganz am Anfang, als es noch der IS-8 war, gespielt und muss sagen, dass ich so meine Probleme damit hatte und den dann auch relativ schnell wieder verkauft habe, weil ich einfach keinen Spaß daran gefunden habe. Heute werde ich ihn mir wahrscheinlich demnächst wieder kaufen, weil er doch ein sehr, sehr starker Panzer ist, nur man muss halt wissen, wie. An dieser Stelle hätte ich jetzt schon gar nicht die Entscheidung getroffen, wahrscheinlich da hinten in den Heavy-Bereich zu fahren, weil wenn wir mal gucken, das Gegnerteam hatte nur drei Heavys, ein E75, ein Knervin und ein 5000, der auch nicht wirklich als Heavy durchgeht, aber dafür sehr, sehr starke Mediums, Type 61, ein SDA1-Platoon, ein Panther, zwei Jagdpanther.
Ich wäre wahrscheinlich an deiner Stelle hier in diesen Bereich gefahren, hätte hier meine Mediums, die ihr jetzt nicht so zahlreich hattet, ihr hattet ein Super Pershing, das ist euer einziger Medium und der zählt noch nicht mal als Medium, weil auch das ist dann wieder so ein Hybrid in die andere Richtung. Er wird als Medium geführt, spielt sich aber eher wie ein Heavy, ist auch nur mobil wie ein Heavy. Von daher ist das jetzt kein Panzer, der hier alleine diese Flanke gegen zwei so starke SDR1 und Type 61 mit sehr hoher Gun Depression halten kann. Ich wäre an deiner Stelle wahrscheinlich schon hier in diese erste Kuhle reingefahren. Hier kannst du einigermaßen, aber auch wirklich nur einigermaßen, nicht 100%, Halldown gehen. Kannst hier versuchen, Spots für deine Arte zu bringen. Kannst vor allem hier im Vor mit Schüssen durch dieses Tor hier unterstützen. Kannst verhindern, dass Panzer hier durch diesen Graben fahren. Wenn sie sich hier hinten zeigen, kannst du da reinschießen. Und vor so einem T10 mit einem Alpha-Schaden von 440, da hat schon so der ein oder andere Panzer wirklich Respekt. Wenn die hier hinten durchpushen, kannst du hier easy rein schießen, kannst deine 440er Schellen verteilen und wenn du merkst, dein Team kann mit deiner Unterstützung hier sogar aggressiv vorgehen, dann kannst du sogar schon hier in diese zweite Mulde rein und vielleicht aggressiv auf die SDA1 draufgehen. Das war so mein Ansatz mit dem T10. Ich hätte es wahrscheinlich komplett ignoriert, hier hinzufahren, weil erstens, so wie du gespielt hast, kannst du von Glück reden, dass der GW Tiger P dich hier nicht rausgenommen hat, dass er dich vielleicht nicht als Primärziel empfunden hat. Ja, Das ist so das, was ich dir mitgeben kann. Wie sich das Gefecht dann in der Mitte entwickelt hätte, da kann man nur spekulieren, aber ich wäre wahrscheinlich tatsächlich eher in die Mitte gefahren. Du hast hier sehr, sehr stark ausgeteilt, aber hast dann hier auch viele Anfängerfehler gemacht. Hast dich nicht zurückgezogen, als der Jagdtiger hier Halldown stand. Hast versucht, ihm mit der AP-Munition durch die Superstructure zu schießen. Das ist eine Sache, die wird nicht gut gehen. Da musst du dann Heat laden, um ihm tatsächlich verlässlich hier durch diese Front-Superstructure durchzuschießen. Ansonsten hättest du dich vielleicht erstmal ein Stück fallen lassen müssen. Oder die andere Möglichkeit wäre gewesen, hier ran zu pushen, wo dein T-34 gestorben ist, hier an dieser Stelle erstmal zu kämpfen. Oder wie die IS das gemacht hat, die Gegner rumkommen lassen und dann mit sauberen Trackshots arbeiten, hier den 50-100 rausnehmen, solche Geschichten. Aber hier einfach völlig offen stehen zu bleiben, lieber Cyborg, tu dir den Gefallen, mach das nicht. Das ist die schlechteste Option, da hast du nur ein bisschen Glück gehabt, dass das für dich so gut gegangen ist. Aber wirklich stark gespielt war das jetzt hier nicht. Da hat die IS das schon stärker gemacht, hier ran zu pushen und auf Fehler zu warten. Und die Gegner waren jetzt ja auch viele nicht sonderlich erfahren. Da hättest du dann sicherlich die Fehler bestrafen können. Und was du im Late Game hättest besser machen können, das habe ich ja auch schon angesprochen. Also von daher vielen, vielen Dank für deinen Replay. Es war wieder sehr aufschlussreich, viele Fehler zu besprechen, die man, denke ich, besser machen kann, aus denen du sicherlich auch viel, viel lernen kannst. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Monopong für die beiden wirklich Weltklasse Replays, wo wir alle wieder ein Stück weit lernen konnten. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis für diejenigen, die mir ein Replay schicken wollen. Bitte macht das im Forum, in meinem Thread, den ich eröffnet habe, twitch.com/mausakrobat. Da habt ihr, und ich verlinke den Thread dann auch immer in den Videobeschreibungen, in allen Videobeschreibungen, bitte postet da eure Replays, weil ich die dann nach und nach abarbeite und bitte lest euch auch in dem Thread nochmal die Teilnahmeregeln durch, weil ich kriege so viel Ace-Tanker-Replays, die ich hier wirklich nur nicht bespreche. Ich schreibe den meisten Leuten das noch, was ich in der nächsten Zeit wahrscheinlich zeitlich einfach nicht mehr schaffe, dass ich sie nicht besprechen werde. An dieser Stelle bitte nochmal schaut in den Thread rein, schaut, was für Replays wir hier besprechen bei eurer Replay, meiner Analyse. Hier geht es nicht um Ace-Tanker, sondern hier geht es gemeinsam aus Fehlern zu lernen. Das ist das Thema, worum es hier gehen soll bei dieser Analyse. Ich habe nicht sowas wie Replay of the Week, wo ich eure Ace-Tanker vorstellen will, sondern ich möchte gerade unerfahrenen Spielern oder Spielern, die in bestimmten Situationen nicht wissen, was sie tun sollen, helfen. Dafür ist das gedacht. Also bitte schaut in den Thread einmal rein, lest euch die Teilnahmebedingungen durch und dann postet mir auch da die Replays und nicht irgendwo anders oder per PM, weil die gehen dann häufig genug unter. Vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich nach wie vor auch über jeden Abonnenten und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an die mittlerweile über 4000 Abonnenten. Ihr seid eine Weltklasse-Community und genau für solche Leute wie euch mache ich diese Videos. Ich denke, wir werden zusammen noch richtig viel Spaß haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!